Hi, guten Morgen. Im kalten Albufeira. Basis an Eddie, lachen. Hallo, ich bin Gary Noel, bin 26 Jahre alt, spiele für VfB Lübeck, bin auch Nationalspieler für Mauritius, bin aus London, geboren in London, aufgewachsen und jetzt spiele ich hier in, für VfB Lübeck. Ja, Gary, du bist jetzt ein halbes Jahr in Lübeck. Wie hast du dich eingelebt? Wie findest du die Stadt? Ich fühle mich ganz wohl in Lübeck, ganz kleine Stadt, aber auch süß, im Sommer ist schon ganz gut. Bei der Strand, Timmendorfer Strand. Und in der Stadt im Winter ist auch mit der Weihnachtsmarkt ist auch süß, ganz cool. Und ja, alles was man braucht in Lübeck ist da. Wie siehst du dein erstes halbes Jahr Sport gesehen? Bist du zufrieden? Ja, also ich bin ganz zufrieden. Ich bin ganz klar mit der Mannschaft und mit Trainer Wolf. Also wir spielen ganz gut, wir sind dabei, ganz oben, wir sind ganz dabei, Zweiter, und wir wollen es weitermachen. Rückrunde. Du sagtest im Eingang, du bist Spieler, Nationalspieler von Mauritius. Wie kam es dazu? Ich habe auch länger drüber gedacht, habe ich einfach ein E-Mail geschrieben und dass ich, ja, mein Papa ist auf Mauritius und ja, heißt das eigentlich, ich darf für Mauritius spielen. Die haben mich dann nächstes Tag angerufen und sagt, oh wow, habe ich, wir haben mich bewusst und so und ja, von da aus. Dann, die haben mich eingeladen nach Mauritius zu fliegen und ja, haben meine ganze Pässe gemacht und Reisepass und ja. Was war bis jetzt das schönste Spiel als Nationalspiel? Muss ich sagen, 1-0 gewonnen gegen Mosambik zu Hause. Also vor unseren Fans, vor unser Country, Land, ja, einfach zu Hause gewonnen und wir haben History gemacht, wir haben Rekord gemacht, 6 Punkte in der Liga, in der Gruppenphase haben wir noch nie gemacht bis jetzt, also haben wir jetzt. Und das ist dann Qualifier für den Afrika Cup? Genau, ja, also es war die Gruppenphase für den African Nations Cup. Haben wir leider nicht geschafft, aber 6 Punkte haben wir noch nie gemacht. Also ich bin schon stolz, muss ich sagen. Dieses Spiel 1-0 zu Hause gewonnen. Und das Tor hast du nicht gemacht? Nee. Leider nicht. Aber ja, ich war dabei. Das war schön. VfB, VfB. Thank you.
an heute, ne? Gegen Duisburg. Timo, kurz Fazit zum Spiel. War ein ordentlicher Test, würde ich sagen. So have a nice evening and a good day tomorrow. Thank you. Bevor wir zu dem heutigen Spiel kommen, eine kurze Frage zum Trainerteam. Jetzt seid ihr endlich vollständig dort angekommen. Wie ist das für dich? Ja, ich freue mich natürlich, dass meine engsten und vertrautesten Mitarbeiter da sind. Man weiß ja, wie viel man Zeit mit ihnen verbringt und wie viel intensive Gespräche man führt. Freut mich, dass sie da sind, dass das Trainerteam komplett ist und dass wir jetzt nochmal zwei schöne Trainingstage anhängen können. Zusammen. Am fünften Tag haben wir heute das Spiel gehabt gegen den MSV Duisburg, haben leider 0-3 verloren. Wie hast du das Spiel gesehen und genau ein kurzes Fazit von dir? Ja, ich denke, also so wie es ist bei solchen Freundschaftsspielen auf Trainingslagern, man probiert einige Dinge aus. Ich habe viele gute Dinge gesehen, aber natürlich auch Dinge, in denen wir uns verbessern müssen und auch werden. Und so gesehen finde ich, dass es ein durchaus gelungener Test war, auch wenn das Ergebnis natürlich 0-3 ist, aber gut, wir sind in einer Entwicklungsphase, wir sind in der Vorbereitung. Duisburg fängt schon, glaube ich, nächste Woche mit der Meisterschaft an. Wir sind doch einen Schritt weiter als wir, sind Titelanwärter mittlerweile für den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also wir müssen uns in keinem Fall genieren für unsere Leistung. Speziell erste Halbzeit. In der ersten Phase des Spiels haben wir flott mitgespielt und auch zweite Halbzeit haben wir versucht, das Spiel offen zu gestalten und mit einer sehr jungen Mannschaft noch dazu. Also wie gesagt, kein Grund, um Trübsal zu blasen, sondern wir nehmen die verbesserungswürdigen Ansätze mit und bereiten uns weiter vor. Ismail, der Spieler aus der zweiten, ist eingewechselt worden, der ausgewechselt worden. Was ist da passiert? Tja, war ein bisschen unglücklich, hochmotiviert reingekommen, hatte gleich zwei gute Möglichkeiten, um ein Tor zu erzielen, ist dann unglücklich zusammengestoßen im Kopf, hat einen Cut über dem Auge erlitten, wurde nach sofort zugenäht nach dem Spiel vom Duisburger Arzt. Auf diesem Weg ein Dankeschön. Ja, nichts Ernsthaftes. Schauen wir mal, wie es morgen im Training sein wird. Ich glaube, dass er eher pausieren wird. Danke für die Einblicke und einen schönen Abend. Gerne. An euch auch einen schönen Abend nach Lübeck. Ciao.